Hallo Leute und herzlich willkommen bei der 19. Folge von Plants vs. Zombies. Wir machen direkt weiter. Und da stand irgendwas mit Ballons. Ja, da ist jetzt ein Typ, der Ballon-Zombie. Der Ballon sieht auch voll geil aus, glaube ich. und dafür brauchen wir jetzt den Kaktus hier. Wir gehen aber erstmal zum Laden. Oh, guck mal, was wir uns holen können. Ich glaube, ich hole mir diese Dinger wieder. Und dann wählen wir jetzt direkt aus. Sonnenpilz, Pustepilz, Meerespilz, Seerosenblatt, Erbsenkanone, Kaktus, Walnuss und Laterne. Walnuss, die bringt schon. Ja, so. Passt doch, oder? Müsste eigentlich passen. Ich wollte eigentlich noch einen Unheilspilz oder Eispilz oder so holen, aber egal. Wir haben das Ding da, ja. Das wird schon passen. So. Direkt. Desto schneller man das macht, desto mehr bringt das. Haben wir ja schon bei vorherigen Folgen gesehen. Wir sind schon bei 4-3. Also wenn ich so weitermache, werde ich heute alles schaffen. Hab irgendwie auch voll Bock, irgendwie bis zu 5 zu kommen. Okay. Das hat nur eine Welle wieder. Ist wohl bei den letzten Leveln dann nur der Fall. Der ist umgekippt, Alter. Läuft bei ihm, glaube ich. Da machen wir jetzt wieder wie bei der vorherigen Folge. Und zwar zwei Reihen Sonnenpilze. Drei Reihen Dingens hier und eine Reihe, dann kommt da halt eine Walnuss hin. Dort. Okay, war jetzt nicht die beste Idee. Aber passt schon. Und dann kann ich hier irgendwo die Laterne hinsetzen. Da, wo jetzt die Walnuss da unten ist. Dort runter. Ich glaube, da kommt ein Zombie, deswegen lasse ich das erstmal. Deswegen lasse ich das erstmal. Ah ne, der kommt von da oben, okay. Ja, Kaktus. Wie schnell lädt er auf? Das ist jetzt die Frage. Das muss ich erst machen, wenn da ein Ballon-Typ kommt, überhaupt. Und Laternen wollte ich ja, eigentlich, hatte ich bei der vorherigen Folge gesagt, ins Wasser setzen. Lohnt sich mehr, glaube ich. Mehr Pilze, kommt da noch die andere Laterne hin. Da sehen wir da unten. Ja, bei diesen zwei Ecken da fast nichts, aber egal. So. Ah, und der kann auch schießen, das ist ja geil. Da sind wir, die Kaktus-Typen. Tippen. Da, setze ich jetzt erstmal. Okay, die laden eigentlich schnell auf. Sind auch nicht zu teuer. Passt eigentlich. Okay, dann können die hinteren Pustepilze eigentlich nichts machen. Der hat jetzt unser Teil, also gehst du. No. Letzte Welle. Okay, die sind von unten gekommen dieses Mal. Also dann kommt da jetzt die größte Abwehr der Welt hin. Bis nach hinten. So. Dann haben wir das gleich geschafft. Komm, Alter. Oh, da ist wieder aufgegessen. Was ist das denn für ein Teil? Das sehe ich zum ersten Mal, glaube ich, irgendwie. Okay, bis hierhin bin ich ja nicht gekommen, aber trotzdem. Wehblatt, pustet Ballon-Zombies und Nebel fort. Das ist ja geil. Nächstes Level. Dann nehme ich das, Alter. Lohnt sich mehr. Dann nehmen wir erstmal Sonnenpilz, Pustepilz, Meerpilz, Seerosenblatt, Wehblatt. Muss ich, glaube ich, dann öfter machen, aber egal. Passt schon. Dann, Kaktee. Dann Masch. Hochwall, massive Maschmauer. Die Maschmauer. Maschmaschinen-Zombie. Gibt's hier auch? Nee, gibt's nicht. Und dann. Dann wollte ich mir einen Unheilspilz. Den wollte ich ja schon die ganze Zeit haben. Und
Hab ich irgendeine Scheiße gemacht? Ich glaub nicht. Los geht's. So fängt man an. Wir sind schon bei 4-4, Alter. So geht's ja richtig flott ab, Alter. So, was vom Flot Day. Das ist schon flott, ist okay. Zwei Wellen dieses Mal. So passt das. Brauche ich gleich W-Blatt setzen. Brauche ich gleich mal ein W-Blatt zum Setzen. Nee, noch nicht. Drei rein. So. Wer macht denn diese Sounds, Alter? Da ist irgendein Hund gerade draußen, der macht irgendwie voll die Scheiße gerade. Ah, das ist mein Hund, glaube ich. Also hört sich nach ihm an. Der spielt immer mit seinem Teller, wo der isst. Isst, Alter. Ja, der ist auch von Essen, der glaube ich dann. So, Weblad. Ist ja geil. Das kommt aber nach einer Zeit wieder. Das ist das Problem. Am Ganzen. Ah, das passt schon, Alter. Können wir das gleich nochmal machen. Kommt hier im Wasser die massiven Mauern hin, Alter. Die massive Mauern brauche ich nur im Wasser. Wo dieser Delfinreiter kommt. Untergang. Geilsten, Alter. Der Untergang. Nicht jetzt, Alter. Geh wieder weg. Der hilft aber schon, Alter. Der ist gut. Ist also nicht nur dafür, Alter. Der kann mehr. Gut, da muss ich eigentlich jetzt nur noch diese Seite hier behalten. Zum Ende. Je weiter ich das setze, glaube ich, desto länger bleibt es dann fort. So war das. Aber bin mir gar nicht sicher. Also Unheilspilz können wir gleich nochmal benutzen. Da bin ich mir schon sicher. Da kommt er ja. War, glaube ich, keine gute Idee. Das wäre auch keine gute Idee. Einen Unheilspilz jetzt einzusetzen. Okay. Sieht gut aus. So, ein W-Blatt zum letzten Mal. Und dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Hey, dann kommt da dahinter noch Kakteen, Alter. Wenn wir so einen Überschuss haben, Alter, dann gönne ich mir das. Geh erstmal wieder weg, du scheiß Nebel. Dieser Nebelmann, Alter, also der. Der ist schräg. Okay, jetzt kommt gleich die letzte Welle. Komm, schnell. Nein, nicht jetzt. Okay. Alter. Der Unheilpilz, der braucht auch mehr irgendwie, oder?
Wie viel braucht er denn? Okay. Und weg mit euch. Alle. So. Hä? Was ist das denn? Ein Sandwich? Was soll das sein? Minispiel bestimmt. Oder so. Was hast du mit diesem Taco vor? Ein Taco. Du hast einen Taco gefunden. Ja, aber Leute, das war's dann erstmal mit dieser Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüss.